Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest mit der Kotzfrucht im Tarnoutfit. Guten Tag. Ja, ist das so? Jo, du bist ist mal so ein Inder im Tarnoutfit. Ich habe direkt Metz gefunden, geil. Warum, ja. Warum assoziierst du dunklen Teint eigentlich immer gleich mit Indern? Mit was denn sonst? Vielleicht bin ich ja auch ein Pakistani. Ja, ist alles dasselbe. Alles Asien. Boah, jetzt würde ja aber jeder Inder aufs Dach steigen. Indianer, warum heißen die eigentlich Inder? Nur weil der Christopher das sich falsch ausgedacht hat, der kleine Schlingel. Richtig, weil der so ein bisschen verpeilt war, so auf seinem Weg. Oh, scheiß Tennisball schon wieder. Just because of that. Ja, Marc. Ja. Wie sieht's aus? Wir müssen unser, neu ausrüsten. Unser Zeug wiederfinden, ist so eine Sache. Mit dem mehr, weil wir... Ja, richtig. Das ist wohl nirgendwo mehr. Ich habe auch keinen Todescreen mehr, also das ist schon mal weg nach dem Laden. Na gut. Die Frage ist, hatten wir... Also wir haben mal in dem Katana auf jeden Fall gesaved, ne? Da hatten wir auch so einen kleinen Unterschlupf gebraucht zum Safen, weil ich da rausgehost haben musste. Ja, stimmt. Ja, aber das heißt, wird uns, glaube ich, nicht als Häuschen angezeigt. Are you sure? Echt nicht? Ja, guck mal, hier ist doch auch so ein Häuschen und da ist ja kein Punkt, wenn du ein bisschen weiter weg gehst. Ich weiß nur gerade nicht, ob da bestimmt näher nicht mehr angezeigt wird oder ob das... Ja, ich gehe jetzt mal ein gutes Stück weit weg. Dann ist die Frage... Nee, da kommt nichts. Was war bei der roten Fahne? Da war, glaube ich, ein Höhleneingang, aber war das der mit dem Katana oder war das ein anderer? Das ist eine sehr gute Frage. Weil eigentlich könnten wir das auf dem Weg mal direkt mitsammeln. Ich habe jetzt mal diesmal den Topf hier mitgenommen. Ich habe mal, als ich die eine Folge nachsynchronisiert habe, da habe ich das gesehen, dass hier ein Topf ist. Jetzt können wir so ein Tree-Sap-Sammelding machen. Ah, okay. Die Fahne, die am Höhlenausgang, da wo das Katana war, ist die rechte. Ne? Die Frage ist, ob ich da eine gesetzt habe. Ich glaube, die ich da gesetzt habe, das ist nämlich die bei dem komischen Lager, wo wir einmal übernachtet haben. Wir sind das Bienen? Machen die was? Ne, sind glaube ich nur Flieger an den Leichen hier. Aber ich glaube, die sind neu, die waren glaube ich letztes Mal auch nicht. Stimmt. Jetzt wo du sagst. Weil letztes Mal im Lager, da waren keine Fliegen. Aber da waren hier Flares irgendwo. Wo sind die denn hin? Weg oder was? Ach cool, ich habe jetzt auch noch einen Kochtopf eingesammelt. Hier sind noch ein paar Koffer. Weil ich glaube, wir haben nicht bei dem komischen... bei dem Katana gar keine Dings gesetzt. Katana? Was ein bisschen blöd ist, ehrlich gesagt. Und es wird jetzt dunkel. Das ist natürlich noch blöder. Weil ich habe gar nichts. Müsst du den jetzt hin? Ach, da. Ja, erstmal wieder zu unserer Siedlung da, wa? Ja, das will ich auch sagen. Und dann machen wir da erstmal Ausrüstung und dann gehen wir durch die Höhle wieder zu dem Katana. Den Weg kennen wir ja. Ja. Hast du da die Bären gefressen? Da ist ein Speer. Nee, die Pilze. Oh, ist auch nochmal Pilze. Spiri, oder? Die waren jawohl. Gut. Wieg Spear. Da müssten ja auch Fische drin sein, aber man sieht jetzt im Dunkeln natürlich nicht. Na gut, dann lass mal Schätze Dingens irgendwie kommen. Feuerzeug ist eine gute Idee. Auch wenn in den Kommentaren schon hieß, dass ich immer mit Feuerzeug rumrenne, was auch stimmt. Weil ich immer vergesse, wegzupacken. Du verkackte Mongo. Ja, echt mal. Kacknoob, ey. Der Dreh leitet uns halt den Weg. Das ist Rudolf. Du bist halt Kelly-Family-Fan durch und durch. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were you. Boah, wie Paddy, ey. Ja. Ich habe die langen Haare von Paddy, Junge. Die wallende Mähne. Da muss ich doch glatt mal lachen. Möchtest du das erstmal in Frage stellen? Du wirst Dienstag überrascht sein, wie lange meine Haare. Ich krieg keinen Friseurtermin vor. Also doch, ich habe jetzt einen, aber das war ganz schön schwer, einen vor Weihnachten zu bekommen. Waschbär. Ja, hab ich gesehen. Ich. Alter, weißt du, was geil wäre? Ich will seinen Schwanz als Mütze haben. Ich wollte es gerade sagen, da, Mann. Ich hab Waschbärkopf, den gebe ich nicht mehr her. Ich auch. Ich hab den aber. Du auch?
Ach so, ach ja, gut, der droppt dann für uns beide. Da ist das Haus. Ich wollte dich gerade irgendwas fragen. Und ich wollte gerade Ach sagen, das so. wäre richtig geil, wenn das tatsächlich so eine Waschbärmütze geben würde. So eine richtig geile Trappermütze. Ich war immer noch gedanklich bei Paddy. deiner bevorstehenden Friseurbesuch. Mähnenenthüllung. Ja. Ja. Da kommt was. Friseurbesuch Hinter würde ich dir! jetzt nicht sagen. Ich Was? renn! Was? Ich renn! Oh Lass uns nicht mit dem anlegen, ey. Wir haben nix. Aber wir können eine Ich Fackel hab machen, die oder? Steinaxt. Ja, geil. Aber da sind 5 Stück hinter dir oder so. Auf Wiedersehen. Ich will meinen Kopf nicht loslassen. Sterben oder Waschbärkopf? Sterben im Zweifel. Schnell mir Satan. Ich glaube, wir einen haben sie Drink abgehängt. eingeschmissen. Der ist stehen Echt? geblieben. Ja. Warum habe ich jetzt eigentlich wieder hier diese Mongo-Axt? Ich glaube, ich habe den Waschbärkopf liegen lassen. Weil ich was Nein! trinken musste. Wir haben Ich noch musste keinen was Waschbärkopf in unserer trinken. Hütte. Ach ja. Aber ich hab meinen noch, ich lasse den nicht Ja, fallen. eben. Dann kannst du ja diesmal als Türknauf irgendwie anbringen. Boah, das wäre geil. Da vorne ist auf jeden So, weil Fall ich schon noch sagen wollte, Schnee. Ja. anstelle eines Friseurbesuchs müsstest du mal überlegen, ob du dir vielleicht Haare transplantieren lässt, so vom Arsch oder so. Aber ich hab ja hinten noch genug. Ich hab quasi Fukuhila. Ey, Junge, 50 Euro? Oder, ja, nee, das ist ein bisschen viel. Ich zahle dir den Kinoeintritt am Dienstag, wenn du den Fukuhila machst. Ja, hab ich doch. Hab ich immer. Ja, nee, aber Vorne ist wenn nicht mehr so dann. viel, aber hinten dafür umso Ja, mehr. nicht mehr so viel ist gut. Da musste gar nichts mehr sein. Musst du dir abrasieren und hinten dann so richtig schön in den Nacken Aber wir reingehen. gehen ja nicht in New Kids. Wenn wir in New Kids gegangen hätten, ich hab gesagt, komm. Dann mach ich mit. Ja, wenn wir in New Kids gegangen wären, da wäre ich in Joggingpeitsche dann ins Kino. Ach, gehst du jetzt nicht Dienstag? Muss ich mich wieder Hatte schick ich anziehen, weil du wieder Overdresser kommst, oder was? nicht vor. Also ich wollte eigentlich nackt gehen. Ja, das kannst du machen. Aber ich sitze da nicht im Partnersitz Direkt. mit dir, Oh, doch. ne? Das wirst du schon noch sehen. Nee, Freundchen. Nein, Wir sind gleich schon da, war gar nicht so weit. man muss ja im Kino meine Freude sehen, wenn ich Jennifer Lawrence auf der Leinwand sehe. Ja, ist sie nackt im Film? Ach, wobei, Ich hoffe gibt ja doch. Nacktfotos genug von der im Internet, Hast du es so nötig? ey. Nö, aber. Es wird einmal quasi bei den Werbeanzeigen da mal angezeigt, ey. Wie? Ich habe keinen Adblocker. Ach so. Ja, doch, ich schon. Da steht dann immer, checken Sie jetzt die neuesten Promi-Nacktfotos aus. Und da steht dann mal Jennifer Lawrence ganz oben. Steht da nicht, möchtest du mich nackt sehen und alle anderen Nachbarinnen auch? Das auch. Wir Wow. sind jetzt in deiner Umgebung. Besuch uns noch heute. Dann denkst du dir auch immer, ich möchte jetzt gerade nicht in meiner Umgebung sein. Oh geil, beim Supertalent tanzt gerade einer. Oh, der macht aber Expressionstanz oder wie das heißt, ey. Was? Explosionstanz? Expressionstanz, Ach so, ach Ausdruckstanz. so, ja. Ah, ich habe eigentlich nur den Fernseher Explosionstanz wäre laufen, lustiger. weil ich gleich Sportschau gucken muss. Also so nebenbei so. Wieso hat Gladbach wieder auf die Fresse gekriegt? Junge, Gladbach hat einfach mal Bayern 3-1 weggehauen. Aha. Bayern hat diesmal noch kein Spiel verloren gehabt, also die Saison. Aber dann kam Gladbach. Hast du erstmal bei Tipico gesetzt? Ne, hab ich vergessen, ey. Aber ich bin ausgerastet, Junge. Eskaliert, ihr seid da. Ja, bin ich richtig eskaliert. Was ist denn hier gewachsen bei So. uns? Alter, Aloe Vera, drei Pflanzen, vier, fünf. Und? Junge, wir sind gerettet. Aber keine Orangenblume. Geilotronisch. Wir brauchen noch orange Pflanzen, ey. So, ich pack mal hier meine Vorräte in den Schrank. Dann haben wir hier logischerweise Vorräte. Nein! Was denn? Ich glaube, ich habe den Waschbärkopf verloren, als ich geschwommen bin. Ich habe die Axt in der Hand. Du Leck machst mich einen am Aufstand, Arsch, als wenn ey. du Ja, dat, ich wollte zum den Abhaken retten, ey. gehst. Und dann verliere ich den unterwegs. Was ist das denn für eine Scheiße?
Ich glaube, die Rettungsaktion ist schon da gescheitert, als du ihm den Kopf abgeschlagen hast. Ist jetzt aber nur Ja, eine aber wenn er wenigstens sinnvoll kühne gestorben wäre, Vermutung. ne? Hier, hast einen Eidechsenkopf. Den schenke ich Aber dir. den haben wir da schon Hier. hängen. Guck. Ah. Schon zwei Stück haben wir davon. Jetzt ist so ein Waschbärkopf, der wäre richtig geil gewesen. Alter, ein Blitz. Oh. Erinnert mich hier ein bisschen an Raid gerade, das Feeling. Boah. Premium Let's Play. Premium-Spiel, ey. Boah, und wenn die Leute das mal sehen, wie das ausgeht. Eieiei. Boah. Eieiei. Alter, der Bärenbusch hier wächst noch. Ist ja mega geil. Wir haben zwei Bärenbüsche, dann zwei so andere Blumen. Aloe Vera, was machen denn die? Achso, die anderen sind hier für das Energy-Mix-Zeug, wa? Was denn? Die großen Margariten da. Du musst natürlich alles wieder direkt ernten, Ah, warum denn nicht? ne? Ich ernte auch mal Aloe Vera. Nimm du mal die anderen drei da. Ich nehme die zwei hier. Habe ich schon. Oh, nämlich. Ah, guck mal, ich habe sogar so, schon direkt wieder Samen. Ja, ich auch. Lass mal das einpflanzen hier wieder. Sperme erstmal Hä? jetzt Nicht Eat. fett krass. Aber das war's dann Krass schon. in die Mutterboden. Braucht man denn dafür? Aloe? Ich erfriere gerade. Ist das so kalt? Coneflower. Was ist denn mit Coneflower? Machst du doch die Energy, oder? Mit Coneflower und Coneflower Chicory. und Chicory, genau. Jo, den habe ich gemacht. Ah, wir haben halt die anderen Blumen, Aber. nicht die Orangen. Aber. Ach so, okay. Ja, da gibt es so kleine Orangenblumen, die bräuchten wir für das Healing-Zeugs. Heildings. Heildingsi, okay. Erstmal kurz auftauen. Wie baut man denn so einen Tree-Step hier machen? Dingens. Warte mal, can be used to boil water. Aber wir haben ja die Wasserstation hier, brauchen wir eigentlich nicht, ne? Eben. Also können wir das eigentlich für Tree-Sap Collecting nehmen. Ich weiß noch nicht, wie das funzt. Aber ich kann den auch equippen. Kann man Ja, kann ich damit. auch. Oh, oder kann man damit Wasser schöpfen? Ja, Dann ich bräuchten glaube, wir das nicht jedes kannst Mal du. auf Regenwasser warten. Geh mal zum Bächlein Naja, aber hier. ich glaube, die Dinger werden ja nie leer hier, oder? Meinst du, die werden leer, die Schildkrötenpanzer? Nein, das nicht, aber du musst ja immer wieder warten, bis da Wasser sich gefüllt hat. Und so kannst du halt Wasser holen. Naja, aber ich meine, Und. wenn die nicht leer werden, dann ist das ja egal. Wie mache ich das denn jetzt hier? Geht das überhaupt? Er geht wahrscheinlich hier in dem Gewässer wieder nicht. Okay, wenn du dann so ein Ach, Trinkgewässer, dann Muckefuck. lohnt sich das da gar nicht. Dann brauchst du auch nicht boilen, ey. Hab ihn jetzt gemacht. Ach, warte Ach mal, ich so, glaube, da man ist kann das ein bauen, ne? Stein. Man kann das, glaube ich, bauen hier, dann den komischen. Wie heißt Ja, denn den nochmal? musst du über das Buch da auswählen. Storage. Wir können auch mal die komischen Regale hier irgendwann bauen, die zum Austauschen der Medikamente zum Beispiel. Wir haben doch schon ein Regal. Ja, aber das sind ja immer so Special-Regale. Was ist das für ein Regal, was wir da haben? Eine Snackbar, oder? Ach so, die Snackbar, genau, Ja. stimmt. Da habe ich übrigens meinen Scheiß schon reingetan, ne? Also kannst du deinen Kack da auch horten. Dann haben wir wenigstens Vorräte. Was suche ich nochmal? Ah, da. Trees, Septree Collector. Versuche ich nochmal? Okay, wir brauchen Erkenntnisse, ein Marc, Seil. Erkenntnisse. Ein Seil, Ich habe noch Seil. Klot. Aber 10 Stück? Ja, ich habe einen Seil jetzt gerade gecraftet. Ja, aber da kannst. Okay, dann mach du den Collector da. Kollekteur. Uiuiui. Ich bräuchte sowieso noch ein Was Seil ist für die Axt. denn? Wo Aber haben wir das kriegen wir denn? schon hin, wenn wir Ah, da. da, Sap weißt Collector. du, wenn wir die Machete holen. Alter Weiße. Die Warte mal. Machete! So, ein paar Stickies hier sammeln. Galotronisch, da haben Kann wir ich gar ihn. nicht. So, da müssen wir noch natürlich auf der anderen Seite hier unsere Befestigung bauen, weil ich baue die schon mal hin. Können wir nicht mal erst unsere Ausrüstung holen? Ja, aber ist gerade sowieso Nacht, deshalb weiß ich nicht, ob wir da Ach so. jetzt. Warte mal, ist hier eine Ja, Klippe? das ist ein guter Einwand. Dann setzen wir mal kurz die Wall hier hin. Braucht man an der Seite auch eine Tür? Ach, können wir hinter auch einreißen, ist ja egal. Wall. Defensive.
komme da nicht außen rum, wenn ich jetzt hier so bau. Zack, zack, zack. Auf jeden Fall muss ich sagen, das mit dem Bausystem haben die ja gut gemacht mit der Mauer. Das war vorher voll immer umständlich. Da konntest du nur so Fünferblöcke setzen oder so. Das war richtig Achso, bescheiden. dass du das jetzt so ziehen kannst, Ja. meinst du? Ganz Na, ich genau. glaube, so lang habe ich The Forest nie gespielt. Um bis zum Mauerbau vorzudringen. So. Hey. Bis zum Mauerbau bin ich nie gekommen. Was ist das denn hier? Weißt du, gerade lobe ich noch das Mauerbauen, ne? Und jetzt glitscht die Mauer da in den Boden, oder was? Ja, korrekt, weil ich den einen Pin hier unten hingesetzt habe. Ich habe gedacht, dann geht das hier so hoch. Und dann kommt da nicht rum. Und das war natürlich wieder absoluter Bullshit, was ich hier gemacht habe. Kannst du noch nie abreißen? Ja, ich versuche es, aber den hier kriege ich schon nicht abgerissen. Oder doch hier. Okay, da sind jetzt wohl ein paar Pfähle irgendwo im Boden drin. Boah, hier falle ich gleich runter. Uiuiui. Okay, den kriege ich nicht abgerissen. Egal. Defensive Wall. So, wird wieder Tag, ne? Ich ziehe euch mal eben. Brauchen wir denn noch? So. Mauer steht. Ich weiß gar nicht mehr, was wir noch alles so mitgenommen haben. Achso, warte mal. Ich guck mal eben, dass ich hier so einen Medikamentenschrank zusammenfricke. Also ich habe 5 Stück erstmal. Damit soll ich zumindest Explosives. die Höhle überleben. Medicine Cabinet. Explosives Holder. Könnten wir uns auch nochmal überlegen. Ja, Sollen wir ich muss eigentlich den ganzen die Shit sammeln. Medikamente und die Nahrungsmittel hier draußen irgendwie alle hinpacken? Oder doch lieber ins Haus? Weil jetzt steht unsere Snackbar auch schon draußen. Ja, die Frage ist, ob wir nicht vielleicht sowieso irgendwann so ein Custom-Haus bauen in groß. Ja, Und aber das dann können wir das kleine ja Ding hier als da. als Ja, Vorratshütte genau. nehmen. Als Vorratskammer. Besenkammer. Ja, dann ich packe jetzt mal den Medizinschrank hier rein ins Haus. Du siehst, ich schnecker mir hier nochmal schnell was, damit wir direkt los können. Dann können wir den Tag nämlich nutzen. Ja, ich esse auch noch mal eben eine Kleinigkeit. Hallo, ich möchte was essen. Hallo. Hallo? Ah ja, jetzt. Noch mal eine Kleinigkeit trinken. Und Schlürf, dann so. ab die Party. Das Wichtigste ist auf Okay. jeden Fall Meschit. Shit. Wenn wir Meschit haben, dann ist schon mal halb so schlimm. Eine Meschit, die immer noch keine ist. Da hinten glitschen bei mir wieder Idioten rum. Aber die siehst du nicht, weil die auf der Stelle hüpfen. Boah, das sind voll viele bei mir hier. 8 Stück oder so. Gut, dass die nicht zu uns gekommen sind heute Nacht. Die sind nur zu dir gekommen. Die stehen jetzt vor deiner Tür. Ich hatte gestern noch ein bisschen Angst, als ich schlafen gegangen bin. Ich musste noch mal in den Keller mir was zu trinken holen. Da habe ich auch gedacht, am Fenster steht Rake, ey. Kann ich die eigentlich hier kaputt machen für mich und deren. Jo, geil, ich kann Zähne einsammeln. Voll der Cheater, ey. Klar. Hier in dem scheiß Lager gab es nichts, wa? Warte mal, aber in dem Lager da vorne gab es da nicht irgendwas? Klaus oder so? Ja, erstmal das Gitter hier wegrammen. Oder wenigstens was anderes Sinnvolles. Einer hat auch geschrieben, dass wir auf der Plattform oder in dem Baumhaus ein Lagerfeuer bauen können. Aber ich habe das letzte Mal nicht hinbekommen. Müssen wir nochmal versuchen, ob das doch geht. Ja, das geht bestimmt. So, was haben wir denn hier? Hier hängen so ein paar Sachen rum. Kann ich aber nur kaputt machen. Vorne ist ein Lurch, aber jetzt kein Seil oder irgendwie sowas. Was man gebrauchen könnte. Ne, dann. Dann mach doch deren Effigies kaputt, damit du hier die Stofffetzen kriegst. Ah, hier Das sind. ist jedenfalls gerade mein Credo. Alkohol habe ich bekommen.
Warte mal, ist ein Schädel, den nehme ich mit, Keine damit kann man eine Lampe Koten. machen. Haben die bei dir Stofffetzen? Ja, also ich habe gerade hier jeweils zwei Stück Guck mal, jetzt ein gekriegt aus Fischtümpel. jedem. Bestimmt. Ich geh jetzt jagen. Hast du dein Dingsbums, dein Pott, Kochpott dabei? Warte. Puh! Ich habe einen Karpfen gefangen. Oh, du bist ja echt ein harter Boy, ey. Und noch so einen gelben Fisch hier. Warte mal. Kochtopf. Wüsste nicht, wie das geht. Auf E geht nichts. Linke Maustaste geht nichts. Warte mal, C. Glaube, ich habe Wasser da drin. Sieht auf jeden Fall Ja so gut, aus. dann hebt das mal auf. Old Pot. Ah, hier sind die orangenen Blümchen. Ehrlich? Hab zwei Stück jetzt eingesammelt. Geil! Cool, das geht. Die bei mir auch da? Ach, hier auch. Scheiße! Die Scheiße geht! Hey, aber ich kann die nicht aufsammeln. Mit was hast du die aufgesammelt? Hey, das Löwenzahn hier bei mir. Blödsinn. Lol, ich hab da kaputt gehackt. Stimmt das eigentlich, dass Peter Lustig gar keine Kinder mag? Das stand mal in der Bild, ne? Kann das sein? Keine Ahnung. In der Bild stand mal, Peter Lustig hasst Kinder. Dann musst du gleich mal. Hey, ich kann das echt nicht aufsammeln, aber bei mir ist das echt Löwenzahn hier. Sah das bei dir auch aus wie Löwenzahn? Ja, Löwenzahn kommt hin. Nur ein Dann musst du gleich bisschen mal das eine Beet orangener. anpflanzen, dann kann sein, dass du jetzt Samen davon bekommen hast. Weil ich kann hier die blauen Blumen Schurke. kann ich aufsammeln, aber die orangen irgendwie nicht. Also ich habe auf jeden Fall Samen noch im Inventar oder wieder im Inventar, dann kann ich das gleich mal ausprobieren. Das hat hier ein kleiner Stein. Der bringt mir auch nichts. Mach dir mal hier so ein Schädelknüppel. Der Stein, Schädel, zack. macht relativ viel Damage. Wie kann ich denn nochmal den Upgrade Stick machen? Mit Cloth und einem Stick. Ah ja, da kommt direkt die Fackel bei raus. Und wenn dann der, Was? wenn dir dann die Fackel verbrannt ist, dann hast du direkt den Upgrade Stick. Das ist korrekt. Ja, nice. Na Ja, gut. bis auf das Schwert haben wir jetzt schon wieder fast alles. Ja, ich breche nochmal die Effigies hier ab, die hier noch stehen. Was hat das Ziel oben drauf? Oh, ein paar Köpfe. Und Kloss bestimmt. Das sieht hier so stoffhaltig aus. Alter, was hier rausfällt. Auf jeden Fall ganz viel Warte. Kloss. Achso, Mist, ich habe keine Münzen. Sonst hätte ich. Bombe. Ach ne, und Platin habe ich ja auch nicht. Okay, vergiss das. Ey! Du hast mir gehauen. Oh, sorry. Das wollte ich nicht. Hier noch ein paar Bärchen essen. So, Idee. perfekt. Mal eine gute Idee. Da hinten waren Platinen, war an dem Cockpit. Ist das so? Ja, ich glaube schon. Lass die mal sammeln Okay. gehen. Da war die Flairgun auf jeden Fall. Das Also stimmt, die müssen vielleicht wir auch ist mal sie jetzt holen, auch jo. wieder da. Ja, auf jeden Fall, wir haben mal neu geladen. Knüppel mal hier so ein Kanicker. Wenn wir gleich in der Höhle wieder sind, dann sehe ich schon. Dann brauche ich wieder Nahrung. Mangiare, Mangiare. Na, ah, ich habe gerade ein paar Fische da mitgenommen. Das muss reichen. Zur Not haben wir da auch noch Nachschub an Beine und so. Ja, ich habe nur ein Bein. Ja, ich meine da in der Höhle. Da Ach ist so, ja ja. wandelndes Fleisch noch vorhanden. Wenn wir die denn gelegt kriegen, ne? Ja, ein paar kriegen wir gelegt, weil wir noch Fackeln haben. Damit sind die ja ziemlich leicht zu bändigen. Warum hast du das jetzt so erotisch gesagt? Ziemlich leicht zu Weil bändigen. Weil du es kannst. ich es kann. So, Flairgun, Platin. Einmal auf Pilot hier schlagen. Was hat dir der Pilot getan? mit Stein beworfen. Schade, wenn wir da nicht die Beine abhacken können bei denen hier. Alter Junge, ey.
Hast Im du zu Überlebenskampf, da oft, oben ist noch eine. Im Überlebenskampf, da nimmt man alles. Absturz in den Anden geguckt oder so? Ja, da haben die das auch gemacht. Gib mir noch mal ein Stück von dem Co-Piloten. Der hat so schön geknuspert zwischen meinen Zehen. So, auf zur Höhle. Auf zum Atem. Ja, du guckst keine Simpsons. Ich gucke Da verstehst du gerade den nicht. Supertalent. Da ist gerade so eine. Boah, sieht aus wie so eine Pornodarstellerin. Die hat sich gerade irgendwie in den Mund gestopft, richtig tief. Die hat so ein Eisverkäuferkostüm an. Auf so einem Eiswagen. Was macht die da, ey? Und tief throatet gerade eine Ja. Gurke oder was? Ja, oder Luftballon oder was auch immer war. Wie dieser, wie hieß der nochmal, der da alles essen konnte oder alles in seinem Magen lagern War ja konnte? der mit den Billardkugeln, ne? Der, genau, der Regurgitator oder so. Ja, ich Weiß weiß nicht, nicht, wie wie er man das heißt. ausspricht. Regurgitator? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh, Das war auf jeden jetzt Fall lutscht die erotisch am Schotte. Eis. Oh. Oh, jo, jetzt leckt die das Eis ab. Mist, meine Fernbedienung Ich ist kann mich gerade gar nicht außer aus, Reichweite. ich kann mich gar nicht aufs Spiel konzentrieren, ey. Oh, die hat aber den Rock ein bisschen hochgezogen. Das ist ein bisschen viel. So, an der Höhle angekommen. Pass mal auf, wie die heißt, dann google ich die gleich. Ja, wir müssen jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Denn Komisch, Marc, warum nur? die Folge ist schon wieder Sag mir vorbei. 10 Minuten Bescheid, wenn die Hose wieder oben ist. Der Kevin muss mal eben kurz die Fernbedienung suchen gehen. Ja, ist klar. Und so lange müssen wir kurz mal pausieren in der nächsten Höhle. Ja, Ach, ist klar. in der nächsten Höhle. Ja, ist klar. Ich kann schon noch an Grotten denken, Kevin, ey. Ja, Tropfsteine und Du so. alter Lustmolch, ey. Alter, warum denn nicht Ja, jetzt? wo du dir die Fernbedienung holen musst. Ich gebe dir jetzt die Chance. Ja. So, also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge in der Höhle wieder. Und gucken mal, dass wir den Rest wieder besorgen, den wir noch haben. Und dann geht die Party weiter hier. Also, wir bedanken uns fürs Zuschauen und sagen bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen. Bis dann.